Hallöchen ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Herr Daddel hat mal wieder Post bekommen und das heißt Unboxing Time. Was drin ist, seht ihr schon in der Videobeschreibung und im Videotitel. Und ich sag's euch auch, ein Nintendo 64 habe ich bekommen und wir schauen in die Box. Viel Spaß beim Unboxing. Und da sind wir auch schon. Ich soll noch oder möchte noch sagen, das kam schon vor einigen Tagen an. Das Spiel Donkey Kong 64 habe ich bekommen als kleines Startkit. Einige andere Spiele sind hier in der Box neben der Konsole und jetzt schneiden wir das gute Stück einmal auf. Also den Karton, nicht die Konsole selbst hoffentlich. So, 1, 2, 3 und möglichst ohne mich selbst zu schneiden, denn das Messer ist neu und scharf. So, ist immer so ein schön bisschen Gefühl wie an Weihnachten und ich sehe schon bunte Knöpfe hier. Na, na, na. So, Verpackung, Verpackung, Verpackung. Und komm, wir gucken uns erstmal die Spiele an, die ich mir dazu gekauft habe. Ich war ja nie so, als Kind hatte ich mit dem N64 nichts am Hut. Später konnte ich mich erst so ein bisschen damit anfreunden und heute, denke ich mir, gehört es in jede Nintendo-Sammlung auf jeden Fall hinein. Und auch dieses schöne Spiel, nämlich Lylat Wars, ist ein bisschen ein unbekannter Name. Bekannter ist es unter dem Namen Star Fox 64, aber wie auch schon in der Super Nintendo-Version durfte man es hier in Europa nicht Star Fox nennen. Die Super Nintendo-Version wurde umbenannt in Star Wing und ja, Star Fox 64 wurde hier in Europa umbenannt in Lylat Wars. Aber jedenfalls der Nachfolger von Star Wing. So, einmal. Nächstes Spiel. Ach, wie schön. Die guten alten F-Zero-Zeiten. F-Zero X. Ist es schade, dass wirklich Nintendo kein F-Zero-Spiel mehr rausbringt. Das war so eine geniale Serie und auf dem Super Nintendo geliebt. Und ich denke auch hier auf dem N64 werde ich es sehr, sehr mögen. So, Freunde. Es müsste noch ein Spiel dabei sein, aber das sehe ich gerade noch nicht. Deswegen gucken wir uns erstmal den Controller an. Das ist das Einzige, was nicht original ist an dem ganzen Package. Sieht original aus, aber wenn man mal genau hinguckt, hier steht kein Nintendo. Es ist ein Drittanbieter. Und ich werde mir aber auf jeden Fall noch einen originalen Nintendo Controller dazu kaufen und diesen dann in die Vitrine legen. Aber bis dahin tut's der auch. Zum Anzocken reicht's allemal. Und es ist ein cooler Controller. Als Kind dachte ich mir immer, wie hält man dieses Teil verdammt nochmal? Ich hatte mit dem Daumen hier immer drauf zu kommen, war nicht einfach. Aber ich depp so Steuerkreuz und Analogstick hat man ihn einfach so gehalten. Dann hat man so gespielt. So war es richtig. Ja, habe ich irgendwie 20 Jahre später dann auch mal nebenbei rausgefunden. Naja, man lernt nie aus. Ja, Kabel. Schönen guten alten Cinch-Stecker. Das kommt hinten in die Konsole hinein. Dürfte klar sein. Hier haben wir noch einen Adapter. Cinch auf SCART. Ist nicht so spektakulär. Da haben das Netzteil. Ist es das? Ich glaube ja. Doch. Ganz schöner Klopper im Vergleich zu den Netzteilen vom Super Nintendo und vom NES. Die waren ja, das waren die gleichen. Hier schon ein bisschen ein größeres Teil. Power Supply. Okay. Cooles Teil. Naja. Und, ui, guck mal. Die kenne ich noch von früher. Wow, selbst die Süßigkeiten sind retro. Ich hoffe, die sind nicht auch aus den 90ern. Wer weiß. Ich sehe gerade, hier ist noch ein Spiel und na, ihr dürft jetzt schon mal heimlich raten, was es wohl ist. Was wohl, Freunde? Natürlich Super Mario 64. Und ich mache hier gerade mal meine Vitrine auf, denn auch schon vor einigen Tagen habe ich was bekommen, passend dazu den Super Mario 64 Spieleberater, damit ich auch nicht fehle, denn das ist eins der ja, bekannten Mario-Spiele, die der Herr Daddel kaum gespielt habe. Ich habe es immer mal angezockt, die ersten paar Levels, aber ich habe das Spiel nie durchgespielt. Jetzt wird es mal höchste Zeit, dass wir das nachholen. Nach 22 Jahren. Oh mein Gott, Schande auf mein Haupt. Okay, Freunde, wir kommen zum Hauptteil. Ich gucke erst, ob da noch was drin ist, aber sieht nicht so aus, denn tschüss. Hier sieht es wieder aus wie Kraut und Rüben. Alles voller Kartons und Folie. So, schauen wir uns das gute Stück doch einmal an. So, da ist es. Und echt noch in super Zustand, muss man sagen.
Hier ein klitzekleiner Kratzer, aber ansonsten toll. Echt guter Zustand. War auch laut Verkäufer sehr selten benutzt worden nur. Was mich wundert, also hätte ich damals als Kind so ein Teil gehabt, ich hätte kaum was anderes gemacht als N64 gespielt. So, hier kommen die Memory Extensions rein. Ich kenne mich mit diesem Ding überhaupt nicht aus. Mann, das ging völlig an mir vorüber damals, weil ich in dieser Zeit, als das rauskam, schon zur PlayStation gewechselt bin. Und naja, aber besser spät als nie. On, off, reset, wie man es auch schon vom Super Nintendo kennt. 4 Controller-Ports. Später gab es ja noch eine bunte Version mit verschiedenen Gehäusefarben. Transparent, orange, blau, grün, was auch immer. So, Ages 1 and Up steht hier noch, für 8-Jährige und älter. Dann haben wir hier kann man einen AC-Adapter anschließen. Kann man das sehen? Jo. Hier kommt ein Multi-Eingang, das ist also ne, für das Ding hier. Das kommt hier rein und logischerweise das Spiel hier rein. Sieht echt schmuck aus, muss ich sagen. Schönes Teil. Ich habe es mir irgendwie größer vorgestellt. Vielleicht, weil ich es schon so lange nicht mehr in Real gesehen habe, zuletzt als Kind. Gar nicht so riesig, das Teil. Bisschen breiter als das Super Nintendo, dafür nicht in der Tiefe ganz so weit. Aber sehr schmuckes Teil für die Vitrine, muss ich schon sagen. Und wie gesagt, den originalen Nintendo Controller, den kaufe ich mir in einiger Zeit auch noch nach. Sollte schon sein. So, gut, dann lege ich mal alles schön hin, dekorativ. Ja, da können wir jetzt hier einige schöne Retro-Abende hier zelebrieren mit dem N64. Alright, das war's auch schon. Wir können auch gerne nochmal hier reingucken, bisschen schmökern. Aber wie gesagt, ich mache irgendwann auch nochmal ein Video. Das nehme ich mir seit Monaten vor mit meinen ganzen Spielberatern, wo jetzt relativ viele zusammengekommen sind. Und grüne Giftgrotte, schwer zu sagen. Big Boos Burg, Piratenbuchtpanik. Piratenpanik? Erinnert mich an Donkey Kong Country 2. Naja, wie auch immer. Das erste 3D Mario war ein bisschen ungewohnt zur damaligen Zeit. Ich konnte mich auch anfangs nicht anfreunden, aber mittlerweile, das war mein Handy, sorry, mittlerweile, ja, echt einer der All-Time-Classics, die Nintendo rausgebracht hat. Das N64 mit seinen Krachern. Ja, da hat es seinen Platz im Nintendo Tower gefunden, wie ich ihn liebevoll nenne. Unter dem Super Nintendo, dem NES und den Game Boys. Kann sich doch sehen lassen, oder? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei oder in einem meiner nächsten Livestreams. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut.